Und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder ein Hit the Pan Challenge Update. Wenn euch das interessiert, dann bleibt jetzt einfach dran. Ja, auch hier beim Video, ich hoffe, es ist okay. Ich bin ungeschminkt. Ich hatte keine Lust, mich an meinen eigentlichen Make-up-freien Sonntag zu schminken. Deswegen habe ich es nicht getan. Ihr müsst damit leben. Ist halt so. So, fangen wir an. Auf jeden Fall hatte ich im letzten Monat mir ein Fixing Spray genommen von Revolution, das Peaches and Cream, glaube ich. Ja, das habe ich leer gemacht, das hatte ich ja umgefüllt, weil ja der Sprüher kaputt gegangen ist. Das ist die ist leer, wie ihr seht. Die werde ich jetzt nicht wiegen, weil das ja nicht die Originalverpackung ist. Dann hatten wir einen Concealer von Catrice, den Instant Awake Concealer, der ist leer und der wiegt jetzt im leeren Zustand noch 11 Gramm. Ja, also der hat genauso viel gewogen wie am Anfang auch. Genau, aber der ist jetzt leer und der darf jetzt fliegen. So, dann hatte ich einen Primer mir genommen von Benefit, den Professional, so eine Reisegröße. Der ist auch leer geworden und der wiegt leer jetzt noch 6 Gramm. Also der hat mit 9 Gramm gestartet und genau, hat jetzt 3 Gramm weniger und jetzt ist er leer. Dann hatten wir die Eyeshadow Base. Die ist noch nicht ganz leer, aber da ist nur noch ganz, ganz wenig drin. Aber ja, die werde ich erstmal wieder zurücktun in meinen Schrank, weil das nervt mich jetzt im Moment. Die hat gestartet mit 13 Gramm und hat jetzt noch 11. Also da habe ich 2 Gramm aufgebraucht, aber ich habe jetzt gerade keine Lust mehr auf die Eyeshadow Base und deswegen wandert die erstmal wieder zurück in den Schrank, auch wenn da kaum mehr was drin ist. Dann hatte ich ja den Bronzer von Hatice Schmidt. Der ist gestartet mit 78 Gramm. Jetzt wiegt er 75 Gramm, also ich habe 3 Gramm aufgebraucht und wie ich gesagt habe, man sieht ein Pan. Also, da ist der Fortschritt schon gut sichtbar. Der kommt jetzt aber auch erstmal wieder zurück in den Schrank. Dann hatte ich einen Highlighter von Essence, den Berry On. Der ist gestartet mit 43 Gramm und hat noch 43 Gramm. Ja, bei Highlighter braucht man ja nicht so viel. Aber, was ich hier habe, ich sehe ein klitzekleines Pan. Genau. Also, doch ein kleines Erfolgserlebnis für mich und ja, der kommt trotzdem erstmal wieder zurück in den Schrank. Ja, das waren die Produkte von letzten Monat. Da habe ich 3 von 6 aufgebraucht. Ich glaube, das ist ein guter Schnitt. Ich hatte mir dann zum Schluss nochmal andere Sachen dazu genommen. Und zwar noch einmal das Revive Loves Me Fixing Spray Cucumber. Das ist leer. Und noch ein anderes Fixing Spray, und zwar das hier von Essence. Ich zeige euch das gleich. Das hier, das You Better Work von Essence. Das werde ich auch ins nächste, also für den nächsten Monat nehmen. Das hat 52 Gramm und hat jetzt noch 35, Entschuldigung. Das wandert, wie gesagt, in den nächsten Monat. Dann hatte ich mir noch ein Primer genommen. Und zwar den Tensation von Catrice. Den finde ich zwar ganz gut, aber wie ihr seht bestimmt schon das Problem, was ich mit denen habe. Da geht die Schrift ab und die bleibt dann immer an den Fingern kleben. Und dann hat man irgendwann diese Schrift im Gesicht und sehr anstrengend. Deshalb, aber der Primer, den hatte ich angefangen mit 31 Gramm. Und der hat jetzt noch 29. Und der kommt auf jeden Fall in das für diesen Monat. So, und dann habe ich mir noch ein paar andere Produkte rausgesucht. Und zwar einmal ein Puder, ein Loose Puder, und zwar das Light Illusion Loose Powder von Banana, nee, nicht von Banana Beauty, ein Banana Powder von Catrice. So. Und das wiegt 48 Gramm. Da schauen wir mal, was wir da leer kriegen. Und ja, loses Puder, also es ist noch sehr, sehr voll. Wir werden sehen, was da so möglich ist.
Dann habe ich mir auch ein Make-up rausgesucht und zwar von Strong Fitness Cosmetics. Ja, weil das finde ich okay, aber jetzt nicht so faszinierend, deswegen darf das auch leer gehen. Das hat jetzt nur 46 Gramm. Und dann habe ich eine Mascara und zwar die Color Mania von Miss Lam. Die müsste eigentlich auch schon fast leer sein. Die wiegt 22 Gramm. Die mag ich ja sehr gerne, aber bevor sie mir austrocknet, brauche ich sie jetzt lieber auf. Und dann habe ich noch den Eye Booster von Physicians Formula. Das ist ein Augenbrauengel. Das finde ich nicht so toll, deswegen darf das jetzt mal leer gehen. Das hat 15 Gramm, 16 Gramm. Ja, genau, das tue ich auch da rein. Ihr Lieben, das ist das, was ich mir für diesen Monat vorgenommen habe. Ich bin sehr zufrieden mit der Ausbeute vom letzten Monat und wir schauen mal, ob ich diesen nächsten Monat auch so zufrieden sein werde. Ich hoffe schon. Ihr Lieben, das war mein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da und lasst mir auch gerne ein Abo da. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.